Die Frage ist, was passieren muss, damit wir diese alternativen, nicht materiellen Wohlstandsquellen mindestens eben oder sogar mehr schätzen als materiellen Konsum. Hier kommt die Hirnforschung ins Spiel. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den bekannten Hirnforscher Gerald Hüther für diesen Part zu gewinnen. Gerald Hüther ist dem Denkwerk Zukunft seit dessen Anfang verbunden. Er ist Professor für Neurobiologie. Er leitet die Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen und das Institut für Public Health der Universität Mannheim-Heidelberg. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. individueller Lebenswirklichkeit. Ein zentrales Thema von Gerald Hüther ist die Umsetzung von Erkenntnissen oder, wie er es nennt, das Geheimnis des Gelingens, nämlich die Entfaltung der in den Menschen angelegten Potenziale, um gemeinsam über sich hinauswachsen zu können. Gerald Hüther wird der Frage nachgehen, ob eine Abkehr vom materiellen Konsumdenken möglich ist und welche Prozesse dazu in unseren Hirnen angestoßen werden müssten. Lieber Herr Hüther, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank, Frau Wahl, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Juliette, I must confess, oder jetzt kann ich ja Deutsch reden, also das ist second hand, dieser Anzug, habe ich vorige Woche bekommen. Aber was der Vortrag von Juliette schon sehr klar gemacht hat, ist mit diesem Consumerism, dass das Zeitalter der Aufklärung nun wohl doch irgendwie etwas kleinlauter zu Ende geht, meine Damen und Herren, als das mal angefangen hat. Wir haben mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen zwar das zu eng gewordene mittelalterliche Weltbild erfolgreich gesprengt, aber die Hoffnung, dass der Mensch nun durch den Einsatz von Wissenschaft und Technik in der Lage sei, Hunger, Not und Elend zu überwinden, Krankheiten zu besiegen und eine friedliche Welt mit blühenden Landschaften zu gestalten, die hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, der Versuch, unsere Lebenswelt nach unseren eigenen Vorstellungen zu verbessern, hat uns eher eine Vielzahl von bislang noch nie dagewesenen und nun inzwischen eben sogar globalen Problemen beschert, die unser Überleben auf diesem Planeten bedrohen und die wir nun mit Hilfe unserer bisher eingesetzten Denkmuster einfach nicht mehr zu lösen imstande sind. Klar, wir haben den genetischen Code entschlüsselt und manipulierbar gemacht, was unsere Gene eigentlich machen. Wir haben den Kosmos bis in die entferntesten Galaxien durchsucht und Atome in ihre letzten Bestandteile zerlegt. Aber inzwischen stehen wir mit diesen ganzen alten Denkmustern, die uns das möglich gemacht haben, immer ratloser vor den Problemen, die wir damit auch geschaffen haben. Unsere modernen, weltumspannenden Kommunikationsmedien helfen uns dann auch noch, dass wir diese Probleme täglich unübersehbar vorgeführt bekommen. Also kein Wunder, dass der Ruf nach einem Umdenken seit der Jahrtausendwende nun immer lauter wird, aber dieses Umdenken scheint eben nicht so einfach zu sein. Ich glaube, deshalb habe ich auch diese Einladung zu dieser Konferenz bekommen. Denn um umzudenken, müssten wir nämlich in der Lage sein, die Art und Weise, wie wir bisher gedacht haben, in Frage zu stellen. Und nun heißt es aber nicht ohne Grund in Hermann Hesses wunderbarem Gedicht: Leb wohl, mein Herz, nimm Abschied und gesunde. Nicht ohne Grund heißt es da: Leb wohl, mein Herz und nicht mein Gehirn. Das heißt, und das können die Hirnforscher eben inzwischen deutlich zeigen, unsere Vorstellungen und Überzeugungen sind eben nicht nur einfach irgendwie ein bisschen in unserem Hirn verankert, sondern die sind eben auch noch sehr eng mit den emotionalen Zentren in unserem Hirn verkoppelt und die wiederum sind zuständig für die Regulation unserer basalen Körperfunktionen. Und deshalb haben wir eben immer dann das Gefühl, es zerreiße uns das Herz, wenn irgendjemand uns dazu bringen will, von einer schönen, liebgewordenen und bequemen Vorstellung Abschied zu nehmen. Offenbar werden wir auch die im Taumel der Begeisterung über die seit dem Beginn der Aufklärung errungenen wissenschaftlich-technischen Erfolge in unserem Hirn entstandenen Denkmuster nicht so leicht wieder los. Die sind nun als innere Einstellungen und Überzeugungen so fest in unseren Gehirnen verankert, dass wir sie
völlig unbewusst und unreflektiert, inzwischen nicht nur in Worten, sondern in unserem gesamten Denken, Fühlen und Handeln, nicht nur an alle anderen, mit denen wir zusammenleben, weitergeben, sondern auch noch an unsere Kinder. Und so bestärken wir uns nun schon seit einigen Generationen in der Einstellung, dass man als Einzelner kurzfristig am besten vorankommt, wenn man sich aus allen Verbundenheiten, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen herauslöst, wenn man rücksichtslos und blind für alles, was man dabei zerstört, seine eigenen Ziele verfolgt und die Vorstellung, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied und alles sei machbar, ist deshalb zu einem festen Bestandteil unseres Weltbildes, unseres Menschenbildes und unseres eigenen Selbstbildes, jedenfalls der meisten Menschen in unserem abendlichen Kulturkreis geworden. Und wenn wir jetzt die Folgen anschauen, die wir eben von Frau Schur so wunderbar vorgeführt bekommen haben, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Frage, die wir beantworten müssen, nämlich wie kommen wir aus diesen Denkmustern raus, mit denen wir uns diese Suppe eingebrockt haben. Und wenn es denn gelänge, dass wir anders denken könnten, es würde dann aber auch heißen müssen, dass wir auch dann anders fühlen können müssten, dann könnten wir auch anders sein und anders werden. Und deshalb müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, worum es nicht geht. Warum ist das so schwer? Warum kann man sich aus eingefahrenen Mustern nicht so leicht befreien? Man kommt ja schließlich mit diesem Denken nicht auf die Welt. Es gibt eine wunderbare Untersuchung, die etwas deutlich macht, was einem dann wie Schuppen von den Augen fällt, dass vieles von unseren gegenwärtigen Denkmustern transportiert wird an die nächsten Menschen, mit denen wir zusammen sind und sogar an unsere Kinder, wo wir uns gar nicht bewusst sind, dass es schon transportiert wird. Eine Studie, die zeigt, mit einem halben Jahr ist ein Kind in der Lage, ja schon so einen Bildschirm sich zu betrachten, und auf so einem Monitor hat man dann abgebildet, wie das so ein Berg. Und dann kam ein kleines gelbes Männlein wie so ein Trickfilm und das krabbelte diesen Berg hoch und hatte da viel zu tun und schnaufte und rutschte ein paar Mal zurück. Und dann kam es dann irgendwann hoch und das 6 Monate alte Baby saß davor und hat sich das angeschaut. Erste Sequenz. Zweite Sequenz, wieder der Berg, wieder das kleine gelbe Männlein, was da hoch wollte. Und dann kam ein kleines Grünes und hat hinten geholfen und geschoben und dann kamen die beiden besser hoch. Zweite Sequenz. Dritte Sequenz hat das Baby auch noch geduldig ausgehalten, hat sich auch noch das angeschaut. Wieder das kleine gelbe Männlein, wieder am Berg, wieder wollte es hoch. Und dann kam oben ein blaues und hat es runtergedrückt. Hat sich das Baby auch angeschaut. Anschließend hat man all diese Babys, die sich das angeschaut hat, hin an einen Tisch gesetzt und hat vor ihnen ein kleines grünes und ein kleines blaues Männlein aus dem Film, den sie eben gesehen hatten, aufgestellt und hat geguckt, welches nimmt es denn jetzt? Und sie ahnen, dass Babys in dem Alter nicht das nehmen, was sie nicht mögen. Alle Kinder, alle Babys im Alter von 6 Monaten, nachdem sie diese 3 Filmsequenzen gesehen haben, nehmen den kleinen Grünen, den Unterstützer. Es kommt also keiner von uns als Consumer zur Welt. Es kommt keiner von uns als brutaler, rücksichtsloser Egozentriker zur Welt, sondern das muss irgendwie entstehen. So, und das entsteht eben, und das ist die frohe Botschaft an alle, die hier unter Ihnen sind, als Erzieher, als Eltern, es entsteht viel, viel früher, als dass wir das bisher gedacht haben. Man kann denselben Versuch mit denselben Kindern 6 Monate später, wenn die 1 Jahr alt sind, wiederholen. Und dann sitzen die wieder da, gucken sich die 3 Sequenzen an und dann gibt man ihnen wieder den kleinen Grünen und wieder den kleinen Blauen vor dem Platz. Und auf einmal sind 10-20% der Kinder auf einmal mit 1 Jahr dabei, die nehmen den Blauen. Den Runterstoßer. So, jetzt ist die Frage, die können ja noch gar nicht sprechen. Von wem haben denn die das gelernt? Ja, und dann merken Sie, was systemisches Denken heißt. Dann merken Sie, wo wir im Augenblick mit unseren Erkenntnissen und unserem Denken hängen bleiben. Die haben das beobachtet. In diesem Familiensystem, in dem die groß werden, gibt es irgendeinem, dem es gelungen ist, sich innerhalb dieses Familiensystems auf Kosten von anderen sehr erfolgreich durchzusetzen. Und nun glauben Sie doch mal, ob das irgendwie sinnvoll wäre für so ein kleines Kind und ob es biologisch sinnvoll wäre, wenn die sich nach dem richten würden, der das nicht tut. Kinder richten sich nach denen, die erfolgreich sind. Also werden diese Kinder so wie wir.
Das ist die erste frohe Botschaft. Zweite frohe Botschaft ist, alle Kinder kommen mit einer unglaublichen Offenheit zur Welt, mit einem Hirn, was so viele Verschaltungen anbietet, weil es eben keine genetischen Programme gibt, die wüssten, wie ein menschliches Hirn zu benutzen wäre, weil die genetischen Programme ja nicht wissen können, ob dieses Kind im Mittelalter geboren worden ist, da waren ja schon die gleichen genetischen Programme zugange, oder vor 100.000 Jahren, da hatten wir auch schon die gleichen genetischen Programme, oder ob dieses Kind heute als Eskimo da im Polarkreis oder als kleiner Amazonas-Indianer in Brasilien oder aber als kleiner Chinese in China zur Welt kommt, das wissen die genetischen Programme nicht und deshalb statten sie uns Menschen, das ist die große evolutionäre Errungenschaft, mit einem Hirn aus, mit dem man alles kann. Zu viel. Zu viel Nervenzellen am Anfang. Ein Drittel haben Sie alle schon mal in Ihrem Hirn mehr gehabt, als heute noch übrig ist. Das war sozusagen vor der Geburt. Da hatten sich die genetischen Programme überschätzt. In dem, was gebraucht wird für ein gutes menschliches Gehirn. Und so werden wir mit Überschüssen in die Welt geschickt. Genauso sieht das mit den Verschaltungsmustern aus. Viel zu viel wird am Anfang erstmal bereitgestellt. Hinten geht das los im Hirnstamm und dann sequenziell über die verschiedenen Regionen. Und Ihnen kann ich nur wünschen, vorne oben, Frontalhirn, da hört das niemals auf. Da wird immer wieder bereitgestellt, da könnte man auch zeitlebens noch mal umdenken und fühlen, wenn es denn nur einen Grund dafür gäbe, der stark genug wäre. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Alle Kinder machen am Anfang ihres Lebens, und zwar auch schon vor der Geburt, zwei Erfahrung, die haben sie auch alle gemacht und die sind total banal, solange Kinder noch in einer Mutter groß werden, wachsen sie erstens und zweitens sind sie verbunden. Das sind die zwei Basiserfahrungen, die jeder Mensch hat. Aus diesen zwei Grunderfahrungen Wachstum oder aus der Grunderfahrung Wachstum wird dann etwas, das ist auch im Hirn sozusagen verankert, die Erfahrung wird im Hirn verankert und dort gibt es dann sogar dieses sogenannte Neugiersystem, was mit bestimmten Transmittern arbeitet, Dopamin gehört dazu und dieses System sorgt dafür, was sich intrauterin aufgrund von Erfahrungen aber erst herausgebildet hat, das sorgt dann dafür, dass ein Kind, wenn es auf die Welt geht, losgeht und hofft, dass es da draußen irgendwas zu entdecken und zu gestalten gibt. Es will wachsen, es will zeigen, dass es was kann, es will Aufgaben finden, an denen es wachsen kann, es will autonom und auch frei werden. So, und die zweite große Erfahrung vor der Geburt, Verbundenheit, auch die wird erlebt, im Hirn tief verankert. Auch dafür gibt es dann ein System, das ist das sogenannte Bindungssystem, arbeitet mit anderen Transmittern, Oxytocin, Prolaktin. Und dieses System bildet sich eben auch erfahrungsabhängig, vorgeburtlich aus und dann kommt jedes Kind auf die Welt in der Hoffnung, dass es da draußen irgendwie willkommen ist. Dass es jemanden findet, der es in den Arm nimmt, der ihm Nähe und Geborgenheit schenkt. Und dann gehen diese Kinder in die Welt und machen Erfahrungen. Und die wichtigsten Erfahrungen werden immerzu gemacht, immer nur in diesem Bereich gelingt es, beides unter einen Hut zu bringen. Weil das ist ihre Grunderfahrung. Es ist ja mal gegangen. 9 Monate lang zumindest war man gleichzeitig verbunden und ist gewachsen. So, und jetzt kommt man da raus und dann passt es der Mutter nicht, wie man so ist. Oder dem Papa. Oder irgendjemandem. Und dann wird man entweder nicht so genommen, wie man ist. Da fangen Erwachsene an einem rumzuerziehen, weil sie wollen, dass man so wird wie sie oder wie sie das gerne gewesen oder geworden wären. Oder aber man wird sozusagen mit einer, ich nenne das immer gern Klammeraffenliebe, erdrückt in seinem Bedürfnis, wachsen zu dürfen. Und dann ersäuft man sozusagen im Honigtiegel der Verbundenheit. Beides katastrophal. Beides führt dazu, dass, wie wir inzwischen wissen, im Hirn Netzwerke aktiviert werden. Das sind dieselben Netzwerke, wenn man sowas erlebt, das sind dieselben Netzwerke, die da im Hirn aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn einem körperliche Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen sich zu fühlen, führt dazu, dass das Hirn darauf dieselben Antworten gibt, wie es auch gibt, wenn es merkt, dass die Beziehung zum eigenen Körper gestört wird. Wenn im Körper was nicht stimmt, haben wir Schmerzen. Wenn in unserer Beziehung zu einem anderen was nicht stimmt, haben wir auch Schmerzen. Beides dasselbe System. Das tut weh und dafür muss eine Lösung her. Und das müssen kleine Kinder schon finden, so eine komische Lösung. Und wenn wir als Erwachsene ihnen nicht zeigen, wie diese Lösungen aussehen könnten,
Wir können nachher noch ein bisschen darüber diskutieren, wie sie aussehen müssten. Wenn wir es ihnen aber nicht zeigen, weil wir es vielleicht selber nicht wissen, wie eine Lösung aussehen könnte, wo man gleichzeitig verbunden und frei sein kann, dann leiden die eben. Und da man Schmerzen nicht ewig aushalten kann, braucht man auch schon als kleines Kind, als Erwachsener dann eben aber auch immer wieder irgendwas, was, weil man das, was man braucht, nicht kriegt, notdürftig dazu beiträgt, dass man es aushält. Wenn man das, was man braucht, nicht kriegen kann, nimmt man sich das, was man haben kann. Und jedes Mal, wenn das gelingt, ist man dann ein bisschen froh. Und dann geht im Hirn dieses, wie die Hirnforscher das nennen, das Belohnungszentrum an. Und immer dann, wenn man sich über irgendwas begeistert, und das ist dem Hirn ziemlich egal, worüber man sich begeistert, dann werden diese sogenannten neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet. Und diese neuroplastischen Botenstoffe, die sind sowas wie Dünger fürs Hirn. Das sind Botenstoffe, die beim Auswendiglernen von Telefonbüchern oder sowas oder beim Abhören von klugen Ratschlägen nicht ausgeschüttet werden. Diese neuroplastischen Botenstoffe werden nur dann ausgeschüttet, wenn die emotionalen Zentren im Hirn aktiviert werden. Und damit die aktiviert werden, muss ihnen irgendwas unter die Haut gehen. Da muss ihnen das irgendwas wichtig sein. Wichtig zum Beispiel, weil sie etwas unbedingt brauchen, weil sie Schmerzen haben und sie dann eben so ein Ersatzmittel brauchen, mit dem sie erstmal wieder Ruhe ins Hirn bringen. So, diese Botenstoffe, die können was Tolles, die können dahinterliegende Nervenzellen dazu bringen, dass die über einen rezeptorvermittelten Signaltransduktionsprozess Geninduktion bewirken. So, jetzt haben Sie auch mal gehört, dass ich auch wissenschaftlich reden kann. Was das in Wirklichkeit heißt, ist, die können dahinterliegende Nervenzellen dazu bringen, dass die nochmal Eiweiße machen, und zwar solche Eiweiße, die sie schon lange nicht mehr gemacht haben, möglicherweise solche Eiweiße, die man braucht, um neue Fortsätze zu bilden, um neue Kontakte zu machen, um gewissermaßen Netzwerke dichter zu machen. Jetzt haben Sie plötzlich eine wunderbare Erklärung dafür, dass man immer dann, wenn man sich für irgendwas begeistert, man im Hirn mit Hilfe dieser Gießkanne diesen Dünger, diesen Fertilizer rausbringt, der dann das Hirn düngt. Und zwar nur die Bereiche, die man im Zustand der Begeisterung benutzt. Unsere Jugendlichen haben im Augenblick seit 10 Jahren eine Region im Hirn, die wird so kräftig gedüngt, dass die schon doppelt so groß geworden ist. Das ist die Region, die zuständig ist für die Regulation der Daumenbewegung. So kann man Kindern auch die Gelegenheit geben, sich auf die Zukunft vorzubereiten. So, und jetzt ahnen Sie natürlich, dass, oder das wissen Sie, dass es mit dieser Begeisterung, die man offenbar braucht, damit sich im Hirn was ändert, dass man die nicht verordnen kann, dass man die auch nicht durch kluge Vorträge erzeugen kann, sondern da muss die Menschen irgendwie etwas bewegen. Es müsste sie im Herzen erregen. Es müsste sie, wie der Hermann Hesse das sagt, im Herzen ergreifen. Dann könnte es gehen. Und wenn Sie jetzt an die kleinen Kinder denken, die Sie ja alle mal waren mit 3, dann wissen Sie, da haben sie sich noch 50 Mal am Tag, manche sogar 100 Mal am Tag, über irgendwas begeistert. Über jede kleine Fussel, die da unten liegt, kann sich so ein kleiner Dreijähriger eine halbe Stunde lang begeistern. Da geht die Gießkanne im Hirn immer zu an und da wird immer zu gedüngt, und zwar alles, weil der sich über alles begeistert. Nicht nur übers Fernsehen, hoffentlich. So, und deshalb wird das sozusagen während dieser Phase das Hirn die ganze Zeit gedüngt. Und dann schicken wir diese Kinder in die Schule. Ich will das jetzt nicht noch lange fortführen, aber Sie sind ja in der Lage, selbst zu verfolgen, wie es mit Ihnen gekommen ist. Wie es mit Ihnen so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Und wenn Sie dann in meinem Alter angekommen sind, dann werden Sie ja auch in Ihrer Nachbarschaft immer mal rumfragen, was ich auch mache, wie oft es denn noch so vorkommt, dass man sich noch mal begeistert, was ja nötig wäre, damit man irgendwas umdenken kann, damit im Hirn noch mal ein anderes Muster an Vernetzung aufgebaut werden kann. Da gibt es einfach welche, die haben es nur noch Ostern und Weihnachten und manche schon lange nicht mehr. Das Interessante ist, es wäre aber möglich. Also ein 85-jähriger Berliner kann natürlich Chinesisch lernen mit seinen 85 Jahren, aber wahrscheinlich nicht in der Volkshochschule in Berlin. Der müsste sich ja noch mal richtig begeistern. Das heißt, es müsste ihn noch mal richtig reißen. Es müsste, ja, vielleicht, dass er sich in eine junge, hübsche, 65-jährige Chinesin so verliebt, dass es
dass er dann auch mit ihr, wenn sie dann sagt, ich möchte zurück nach Mittelchina in das kleine Dorf Qingfeng, dass er dann mitgeht. Und jetzt kommt der eigentliche Kick. Das ist der Höhepunkt dieser kleinen Veranstaltung, dieses Vortrages. Sie alle, wie Sie hier sitzen, wissen, dass dieser 85-jährige Herr, wenn der vor lauter Begeisterung mit dieser Frau nach Mittelchina gegangen ist, dass der in einem halben Jahr Chinesisch kann, mit 85. Man hat also kein hirntechnisches Problem, wenn man mit 85 nicht mehr Chinesisch lernt. Man hat ein Begeisterungsproblem und das Schlimme ist, wir wissen das alle. Wir müssten uns sozusagen für was anderes als bisher begeistern. So, aber bisher begeistern wir uns, weil wir so viele negative Erfahrungen gemacht haben. Bei unserem Versuchen, dazuzugehören und bei unserem Versuchen, in dieser Welt Möglichkeiten zu finden, um zu zeigen, dass wir was können, frei und autonom zu werden, weil wir dabei so viele negativen Erfahrungen gemacht haben und immer wieder feststellen mussten, das geht nicht gleichzeitig, suchten wir alle irgendwie Ersatzbefriedigung. Und die haben wir eben wunderbar von Juliette vorgestellt bekommen. Consumerism. Klar, wenn man nicht das kriegt, was man braucht, nimmt man sich das, was einem irgendwo angeboten wird. Und dann gibt es eine ganze Industrie, die wartet nur darauf, dass es möglichst viele Menschen mit möglichst vielen ungestillten Bedürfnissen gibt, weil die halten die Wirtschaft am Laufen. Das heißt, wir brauchen Kindheiten, in denen die Kinder unglücklich gemacht werden. Wir brauchen Kindheiten, in denen die beiden Grundbedürfnisse der Kinder nicht erfüllt werden, weil wir sonst hinten gar keine Konsumenten hätten, die den ganzen Schrott kaufen, den kein Mensch braucht, wenn es ihm gut geht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus